Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute mit einem Beitrag zum bevorstehenden Neumond im Zeichen Widder am 21. März und dem darauf folgenden Vollmond im Zeichen Waage am 6. April. Damit finden beide Monde in kardinalen Zeichen statt und kardinal bedeutet in der Astrologie nichts anderes, als dass sich etwas Neues in unserem Leben bahnbrechen möchte. Und was dieses Neue für uns, für dich bedeuten kann, genau darauf möchte ich in diesem Beitrag näher eingehen. Beginnen wir mit dem Neumond am 21. März. So findet dieser, wie du in der Radix sehen kannst, auf 0 Grad und 49 Bogenminuten im Zeichen Widder statt, aufgerundet also auf 1 Grad Widder. Gefolgt von dem Vollmond am 6. April auf 16 Grad und 7 Bogenminuten im gegenüberliegenden Zeichen Waage. Damit werden zum Neumond jene astrologischen Häuser bzw. Lebensbereiche in deinem Horoskop aktiviert, wo sich der Übergang von den Fischen zum Widder befindet, also dort, wo du etwa 27 bis 29 Grad Fische und 0 bis 7 Grad Widder stehen hast. Zum Vollmond wiederum rücken jene Bereiche ins Rampenlicht, wo sich in deinem Horoskop die mittleren Grade der Waage und des Widders befinden, etwa 13 bis 20 Grad Waage und 13 bis 20 Grad Widder. Zur besseren Veranschaulichung kannst du natürlich anhand des eingeblendeten Beispielhoroskops sehen, welche Bereiche bzw. Häuser es in deinem Horoskop sind, die von diesen beiden Monden aktiviert werden, ja, und damit lebendig werden. Damit finden beide Monde auf der kardinalen Widder-Waage-Achse bzw. auf der sogenannten Beziehungsachse statt. Und was das im Einzelnen bedeutet, genau das möchte ich heute näher beleuchten. Wie bereits in meinen vorangegangenen Beiträgen angekündigt, darunter auch in meinem Jahresbeitrag, so sprach ich bereits darüber, dass der Monat März insofern ein besonders wichtiger Monat ist, als dass wir im März gleich zwei bedeutende planetare Wechsel haben. Zum einen Saturn, der bereits am 7. März ins Zeichen Fische gewechselt ist, sowie der Wechsel von Pluto in den Wassermann am 23. März. Insofern kann es sich durchaus lohnen, diese Wochen im März und auch im April besonders achtsam bzw. mit besonders wachen Augen zu beobachten, denn diese beiden Planeten, Saturn und Pluto, sind bekannt dafür, auf sich aufmerksam zu machen und Zeichen zu setzen, besonders dann, wenn wir geneigt sind, deren Zeichen zu ignorieren. Und da all dies auch noch in einem Monat stattfindet, wo die Sonne mit ihrem Eintritt in den Widder den astrologischen Jahresbeginn und damit auch den Wechsel der Jahresherrscher von Jupiter zu Mars markiert, ist es wichtig, uns unserer Absichten in diesen Wochen besonders bewusst zu sein, denn was wir jetzt initiieren, wird in diesem Jahr besonders deutlich Früchte tragen. Mars als Regent dieses Neumondes und als der neue Jahresherrscher vermag damit nicht nur unseren Mut, unsere Leidenschaft und unseren Pioniergeist stärken, uns also für das stark zu machen, was uns wirklich wichtig ist, sondern, wenn wir nicht achtsam sind, kann er natürlich auch unsere Konflikt-, unsere Kampf- und Kriegsbereitschaft entfachen. Und da jeder Planet und jedes astrologische Tierkreiszeichen über eine lichthafte wie auch über eine schattenhafte Seite verfügt, ist es an uns, welche Seite wir wählen bzw. welche Seite wir bewusst leben wollen. Und damit sind wir auch schon beim Thema, dem Neumond in Widder, der uns anhand seiner Konstellationen aufzeigt, welche Energien, also welche Chancen und Risiken bzw. welche Potenziale und Herausforderungen er mit sich bringt. Wie du nur unschwer in der Radix erkennen kannst, wartet dieser Neumond mit einer Planetenballung, mit einem sogenannten Stellium im Zeichen Widder auf.
Denn neben Sonne und Mond, die sich hier auf 1 Grad Widder zum Neumond vereinen, gesellen sich mit Merkur, Chiron und Jupiter noch 3 weitere Gestirne zum Widder hinzu. Und wann immer wir von dem Widder sprechen, da schwingt mit ihm eine große Portion Feuer, Dynamik und Handlungsbereitschaft mit. Da wollen wir so richtig aufs Gaspedal treten, da wollen wir unseren Kopf, unsere Ideen durchsetzen und all die Dinge ans Laufen bringen, die uns persönlich wichtig sind. Denn Mars, der kurz davor ist, seinen langen Lauf durch die Zwillinge zu beenden, steht zu diesem Neumond in einem stillen Einvernehmen, in einer sogenannten Rezeption mit Merkur in Widder. Machen wir uns bewusst, dass wir mit Merkur unsere mentale, unsere geistige Ebene, also die Ebene unserer Ideen und Gedanken, so auch unsere Kommunikation verbinden. Gleicht Mars hier unserem inneren Antreiber, der das, was uns auf mentaler Ebene beschäftigt, möglichst schnell Taten folgen lassen möchte. Was so viel bedeutet, dass wir uns sehr schnell für eine Sache begeistern können, gleichzeitig aber auch sehr schnell unser Feuer verschießen können, wenn wir unser Feuer nicht zügeln. Die Gefahr, die hier lauert, ist, dass wir uns übereilt für Dinge stark machen, wo wir erst hinterher feststellen, dass die Dinge nicht ganz so sind, wie sie auf den ersten Blick zu sein schienen. Das heißt, wir können damit geneigt sein, schnell etwas zu tun oder zu sagen, wo wir erst später merken, dass das, was wir gerade getan oder gesagt haben, auf falschen Vorstellungen und falschen Annahmen basieren kann. Denn wie wir sehen können, steht Mars als Regent dieses Neumondes in Spannung zum Neumond und gleichzeitig immer noch in Spannung zu Neptun in Fische. Und da sich Mars erst gegen Ende des Monats allmählich aus dieser Spannung lösen wird, eine Spannung, die übrigens schon vor Neumond bzw. am 15. März exakt wird, so ist dies insgesamt eine Zeit, in der wir besonders achtsam sein dürfen. Achtsam mit dem, was wir tun und was wir aussenden. Ein Mars in Spannung zu Neptun kann einem erschöpften und teils auch frustriertem Mars gleichen. Und wie das immer so ist, gerade dann, wenn wir uns antriebslos und energielos fühlen, braucht es in der Regel nicht viel, um uns aus unserer Mitte zu werfen. Da können wir zum Beispiel auch schnell mal aus einer Mücke einen Elefanten machen. Auch auf der Weltbühne kann beispielsweise ein falsches Wort, eine vielleicht irrtümlich getroffene Aussage oder auch nur ein Versprecher im Nu einer Waffe gleichen, die unerwünschte Folgen haben kann. An unserer Außenministerin haben wir ja jüngst beobachten dürfen, wie schwer Worte wiegen können, wie schnell unbedachte Worte als schwerer diplomatischer Fehler und als gefährliche Kriegsrhetorik aufgefasst werden können. Und da bleibt uns natürlich auf persönlicher Ebene nur, weil das ist das, was wir verantworten können, diese Zeit zu nutzen und wann immer erforderlich nach innen zu lauschen. Denn nur wenn wir uns ganz bewusst nach innen wenden, können wir beobachten, was wirklich in uns vorgeht, wenn uns etwas oder jemand im Außen triggert. Erst dann finden wir erfahrungsgemäß auf emotionale Überreaktionen und auf komplexe Fragestellungen segensreiche und wegweisende Antworten. Das ist es jedenfalls, worin uns auch die Konjunktion von Jupiter und Chiron in Widder zu unterstützen vermag. Denn das Zusammenkommen dieser beiden Gestirne zeigt dir dort in deinem Horoskop, wo sich der Widder erstreckt, wo dein Glauben, deine Vorstellungen möglicherweise auf falschen Prämissen beruht. All das, was du glaubst oder denkst zu sein, kann, sofern es auf falschen Annahmen basiert, in dieser Zeit wegfallen. Und das kann sich je nach Situation auch schon mal unangenehm bis bedrohlich anfühlen für uns alle, wenn uns das, woran wir immer geglaubt haben, plötzlich genommen wird.
Und da Pluto als Regent des Skorpions einen unterstützenden Aspekt zu diesem Neumond hält, dürfen wir den Mut finden, uns unseren Ängsten, vielleicht sogar unseren ja wirklich inneren Dämonen zu stellen. In dem Moment, wo wir dies tun, setzen wir enorme Energien frei. Denn die Energie, die wir bislang immer dafür aufgewendet haben, die Angst in uns zu deckeln, genau die steht uns jetzt als neue Lebenskraft zur Verfügung. Somit ist dies auch gleichzeitig eine Einladung an uns, an dich, in jedem inneren wie äußeren Konflikt, in jedem aufkommenden Schmerz ein Geschenk zu sehen. Gerade Chiron in Konjunktion zu Jupiter bringt diesbezüglich ein enormes Wachstumspotenzial mit sich, denn diese Konjunktion bedeutet nichts anderes, als dass wir den Mut finden dürfen, in unsere eigene Größe zu wachsen. Und so dürfen wir den Glauben daran stärken, dass sich auch ein Konflikt, auch ein aufkommender Ärger in etwas Blühendes verwandeln kann. In diesem Prozess kann dir nochmal deutlicher bewusst werden, was sich ausgelebt hat, was jetzt nicht mehr in die Zeit passt und wo du gleich einem Frühjahrsputz ausmisten willst und sogar musst. Dass wir dies alle tun müssen, bekräftigt nicht nur Saturn in den Fischen, der unterstützende Aspekte zu Mars und zur Mondknotenachse bzw. zu unserer Schicksalsachse hält, sondern auch Venus, die zusammen mit dem Mondknoten in Spannung zu Pluto steht. Sei also nicht überrascht, wenn sich in diesen Tagen eine gewisse Unruhe in dir bemerkbar macht, denn Plutos Aufgabe ist es, uns das zu nehmen bzw. uns von dem zu befreien, was nicht mehr lebens- bzw. überlebensfähig ist. Und dazu zählt all das, was uns in einer gewissen Starre bzw. Leblosigkeit und auch Freudlosigkeit gefangen hält. Während es Saturns Aufgabe ist, uns innerlich zu stärken, also emotional reifen zu lassen. Falls du mehr zu Saturn in Fische erfahren möchtest, so findest du den Link zu meinem Sonderbeitrag im Textfeld unterhalb dieses Videos. Wiederum werde ich im April einen weiteren Sonderbeitrag zu Pluto in Wassermann veröffentlichen. Falls du dich schon vorher darauf einstimmen möchtest, so empfehle ich dir meinen Jahresbeitrag, ebenfalls verlinkt unter diesem Video. Ja, und so können wir mit den eben beschriebenen Konstellationen deutlicher erkennen, was wir nicht mehr wollen. Besonders mit Venus, die im Zeichen Stier in ihrem Domizil ist, also besonders stark ist und die in Spannung zu Pluto steht, mag uns bewusst werden, dass es im Leben nicht nur darum geht, uns an Sicherheiten zu klammern, sondern das zu leben, was unser Leben lebenswert macht. Und das bedeutet, auch mal etwas zu riskieren und etwas Neues zu wagen. Und es geht natürlich gerade jetzt, da Venus in Spannung zu Pluto steht, und Venus steht für unsere Werte, unsere emotionalen Werte, genauso wie auch für unsere finanziellen Werte, so kann diese Venus natürlich in Spannung zu Pluto auch dafür sorgen, dass manche Strukturen, gerade auch im Bereich der Finanzen, gerade auch wenn es um das Geschäftsfeld der Banken geht, dass dort Strukturen zusammenbrechen, also alte Sicherheiten zusammenbrechen, an denen wir immer festgehalten haben, wo wir immer davon ausgegangen sind, dass immer alles so bleibt, wie wir es kennen. Aber wir sehen ja jetzt neuerdings auch an solchen Banken wie der Silicon Valley Bank, ja, in Amerika, dass eben gerade diese alten Strukturen plötzlich wegfallen können. Und das ist nur ein Beispiel, alles Weitere werden wir auf der Weltbühne künftig beobachten dürfen. Bringen wir uns nochmal in Erinnerung, dass der letzte Neumond in Fische am 20. Februar auf 1 Grad Fische stattgefunden hat, also auf genau der Gradzahl, auf der Saturn, wie wir sehen können, zum kommenden Neumond steht, so zeigt uns dies, dass wir hier ganz klar ein neues Kapitel aufschlagen. Und übertragen auf dein persönliches Horoskop, so beginnt dieses neue Kapitel genau dort, wo sich der Übergang von den Fischen zum Widder erstreckt.
Dass hier, genau hier, sich etwas Neues bahnbrechen möchte, zeigt auch die Tatsache, dass wir am 20. April einen zweiten Neumond in Folge im Zeichen Widder haben werden. Der zweite Neumond in Widder wird in den Endgraden des Widders stattfinden, das heißt auf 29 Grad Widder. Und dieser Neumond wird zugleich eine Sonnenfinsternis sein, die in Spannung zu Pluto stehen wird, zu Pluto in Wassermann stehen wird. Und dies zeigt uns einmal mehr, dass wir persönlich wie gesellschaftlich dabei sind, ein neues Kapitel zu schreiben. Und einen gesonderten Beitrag dazu werde ich dann, wie vorhin auch angekündigt, im April veröffentlichen. Auf gesellschaftlicher Ebene bzw. mit Blick auf die Weltbühne können wir nur hoffen, dass diese starke Widderenergie zum Neumond in konstruktive, friedensstiftende Bahnen gelenkt wird. Es ist an uns, ob wir mit unseren Gedanken und Worten die Friedensfahne schwenken oder ob wir sie als Kriegswaffe gegen einen vermeintlichen Feind im Außen nutzen, der in Wahrheit nur als Projektionsfläche dient und uns zeigt, wo wir in uns selbst keinen Frieden finden. In diesem Zusammenhang schwingen mit dem Zitat, das ich jetzt gleich einblende, so wahre Worte mit. Wer keinen Frieden in sich selbst gefunden hat, kann nicht zum Friedenswerkzeug werden. Und dieses Zitat spannt einen wunderbaren Bogen zum Vollmond in Waage am 6. April. Es ist schon bemerkenswert, dass sich dieser Vollmond in Waage nun genau zwischen den ersten Neumond in Widder am 21. März und dem zweiten Neumond in Widder spannt, den wir dann am 20. April haben werden. Es ist, als ob uns diese Wochen zu einer bewussten Umkehr einladen wollen, in dem Sinne, dass wir uns dessen deutlicher bewusst werden wollen dürfen, womit wir in unserer inneren wie äußeren Welt nicht im Frieden sind und wo es an uns ist, diesen Frieden zu schaffen, indem wir die richtigen Samen säen. Wie wir in der Radix sehen und wie ich bereits eingangs erwähnte, findet der Vollmond in Waage mit dem Mond auf 16 Grad Waage und der Sonne im gegenüberliegenden Zeichen Widder statt. Und wann immer die Widder-Waage-Achse angesprochen ist, da geht es um unsere Beziehungen. Denn während der Widder immer für das Ich steht, was will ich, geht es bei der Waage um das Du, was will der andere. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Widder und Waage begegnen wir immer unserem eigenen Spiegel. Und wenn uns nicht gefällt, was wir dort sehen, was wir im Außen sehen, dann lösen wir das Problem erfahrungsgemäß nicht, indem wir den Spiegel auswechseln oder indem wir den Spiegel meiden, denn früher oder später brauchen wir ihn ja doch wieder, was nichts anderes heißt, als dass wir uns früher oder später doch damit auseinandersetzen müssen, was uns an dem Spiegelbild nicht gefällt. Und im Erkennen dessen, warum uns in einem Konflikt zum Beispiel die Worte oder die Aktionen unseres Gegenübers verletzt haben, da können wir viel über die Schmerzursache erfahren und mit dieser Erkenntnis unsere Sicht auf unser Leben weiten. Dies unterstützt vor allem Pluto in Wassermann, der in Spannung zu Merkur in Stier steht, so auch Merkur, der dem absteigenden Mondknoten in Skorpion gegenübersteht und sich mit dem aufsteigenden Mondknoten in Stier verbindet. Denn sowohl der Wassermann als auch der Stier sind fixe Zeichen, die gern an ihren Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben, festhalten. Und so können wir uns selbst dabei überprüfen, wo wir zum Beispiel in eine mentale Wiederholungsspirale gehen, wo wir auf eine Weise reagieren und kommunizieren, die zu starr, zu eng, zu festgefahren ist und wo wir vielleicht immer noch der Meinung sind, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Aber wann immer wir auf Gegenangriff gehen, bleibt etwas Entscheidendes stets im Hintergrund, nämlich das eigentliche Konfliktthema, das uns zeigt, wie gut oder weniger gut wir in uns verankert sind. Denn in Wahrheit ziehen wir mit jedem Gegenangriff eine Mauer hoch,
die unseren Selbstwert bzw. unser Selbstbild vor Verletzungen schützen soll. Und so geht es mit dem Vollmond in Waage darum, uns einfach mal selbst zu beobachten, wie wir Konfliktsituationen aushalten und an ihnen wachsen können. Denn mit dem Mond in Waage scheuen wir oftmals eher den Konflikt, da neigen wir dazu, uns über ein gesundes Maß hinaus anzupassen und unsere eigenen Bedürfnisse nicht wahrzunehmen, geschweige denn zu äußern. Aber mit Chiron, Sonne und Jupiter in Widder, die dem Mond gegenüberstehen, da geht es darum, uns selbst zu behaupten, ohne den anderen bzw. dessen Ideen und Gesichtspunkte abzuwerten oder anzugreifen. Es geht darum herauszufinden, wie gut wir einem Sturm, einer Kritik standhalten können, auch wenn dem anderen unsere Art zu sein, unsere Persönlichkeit missfällt. Erst in dieser Auseinandersetzung zeigt sich dann letztlich, wie gut wir in uns selbst ruhen können und wem wir wirklich wichtig sind. Weil jede wirkliche, gute, wahre Freundschaft kann eine solche Auseinandersetzung aushalten. So besteht zum Vollmond in Waage guter Grund zur Hoffnung, dass wir mit Venus in Stier, die die Regentin dieses Vollmondes ist und die zugleich Uranus an ihrer Seite hat, unsere Wärme und Empathie sowie unseren Wunsch nach Frieden stärken können, ohne uns selbst und unsere Werte aus den Augen zu verlieren. Dies bekräftigt auch das Sextil von Venus zu Neptun in Fische sowie die wunderschöne Drachenfigur, die sich zwischen Saturn in Fische, absteigendem Mondknoten in Skorpion und Mars in Krebs spannt. Und so zeigt uns hier besonders Merkur in Stier an der Spitze dieser Drachenfigur, dass wir mit Bedacht und der nötigen Vorsicht solide, konstruktive Lösungen erarbeiten können. Ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde, ist für mich, wenn wir dies gesellschaftspolitisch betrachten, Sarah Wagenknecht. An dem Friedensmanifest, das von ihr und Alice Schwarzer kürzlich in Berlin initiiert wurde, haben wir sehen können, wie viele Menschen sich daran beteiligt haben und wie viele Menschen es sind, die sich natürlich den Frieden wünschen. Denn diese Friedenskundgebung in Berlin galt als Auftakt dafür, um, so die Worte Wagenknechts, der Hälfte der Bevölkerung eine Stimme zu geben, die sich Diplomatie anstatt Panzerlieferungen wünscht. Gleichzeitig jedoch, und das sind ebenfalls die Worte Sarah Wagenknechts, zeuge jedoch die Tatsache, dass sie von der eigenen Partei in ihren Friedensbemühungen nicht nur nicht unterstützt, sondern auch diffamiert wurde, vom traurigen Niedergang der einstigen Friedenspartei. Und was ich hier so bemerkenswert finde, ist, dass Sarah Wagenknecht es immer wieder schafft, diesem Sturm standzuhalten und sich selbst treu zu bleiben. Dieses Beispiel dürfen wir als Signal verstehen. Es ist die Botschaft an uns, uns für unseren inneren wie äußeren Frieden stark zu machen. Gleich den Worten von Willy Brandt, der einst sagte: Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge. Übertragen auf dein Horoskop, so wirst du die Wandlungskraft der beiden Monde, einmal dem Neumond in Widder am 21. März und dem Vollmond in Waage am 6. April, besonders spüren, wenn du Planeten und/oder andere wichtige astrologische Punkte in den kardinalen Zeichen stehen hast. Und zu den wichtigen astrologischen Punkten zählen natürlich vor allem dein Aszendent, dein Deszendent, dein NC, also dein Berufungspunkt, oder auch dein IC, dein Herkunftspunkt, wie auch dein Mondknoten. Im Falle des Neumondes bist du besonders betroffen, wenn du zwischen etwa 0 bis 7 Grad und im Falle des Vollmondes zwischen etwa 13 bis 20 Grad in den kardinalen Zeichen Widder, Waage, Krebs und/oder Steinbock, Planeten oder andere wichtige astrologische Punkte stehen hast. Im Falle des Neumondes kannst du auch die Endgrade der veränderlichen Zeichen mit einbeziehen. Das wären dann etwa 27 bis 29 Grad Fische, Jungfrau, Zwillinge und/oder Schütze.
Dies sind die Lebensbereiche in deinem Horoskop, wo du eine neue Erfahrung machen möchtest und wo dich die neu einströmende Energie sehr darin beflügeln kann, dich genau für diese neue Erfahrung zu öffnen. Sie kann dich enorm inspirieren und dich in deinem Vorwärtsgang unterstützen. Ja, und solltest du wiederum Planeten und/oder andere wichtige Punkte in den anderen beiden Feuer- und/oder Luftzeichen stehen haben, zum Neumond wären dies 0 bis 7 Grad Löwe oder Schütze und zum Vollmond 13 bis 20 Grad Löwe, Schütze, Zwillinge oder Wassermann, dann kommst du in den Genuss des harmonischen Feuertrigons oder Lufttrigons. Für dich verbindet sich die leidenschaftliche Kraft der Feuerzeichen mit der mentalen Kraft der Luftzeichen auf eine harmonische Weise. Da können sich dir neue gute Gelegenheiten zeigen, die du bereitwillig ergreifen magst. Da kannst du das Gefühl haben, dass immer mehr wichtige Puzzleteile, immer mehr wichtige Informationen für dich zusammenkommen, die das Wunschbild von deinem neuen Weg vervollständigen. Ja, und sollte dir dein Horoskop nicht vorliegen und du gerne wissen wollen, wie du dir auf leichte und schnelle Weise ein solches erstellst, so findest du auf meiner Webseite ute-votsch.de direkt auf der Startseite ein einführendes, kostenfreies Lernvideo. In diesem Video erfährst du, wie du dir dein Horoskop erstellen kannst und wie du dieses lesen kannst, also wie dein Horoskop aufgebaut ist, welche Bedeutung die 12 astrologischen Häuser haben und wie du die Inhalte aus meinen Beiträgen auf dein Horoskop übertragen kannst. Ja, und solltest du alleine nicht ganz so gut zurechtkommen, schau gerne auf meine Webseite. Dort findest du weitere Infos zu meinem Beratungsangebot, darunter zu den Horoskopberatungen, den schamanischen Sitzungen, so auch zu den angebotenen Programmen wie dem Berufungs- und dem Beziehungsprogramm. Ja, und damit komme ich auch schon zum Schluss dieses Beitrags. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und Wertschätzung und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist im Rahmen dieses Podcasts und sage auf bald mit einem ganz herzlichen Gruß an dich.